Spieler stehen schon bereit. Und gleich kommt noch Jasper Ehlers, der Schiedsrichter dieser Partie. Und dann beenden wir diese Vorrunde. Natürlich freuen wir uns immer, wenn die K.O.-Runde losgeht, aber irgendwie ist es auch gerade schade. Wir haben in den letzten zwei Spielen 12 Tore gesehen. Also war richtig was los. Bei Dortmund gegen Hamburg und bei Köln gegen Werder. So, wir schließen die Vorrunde ab mit Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Die Fohlen gegen die Arminen mit der ersten Möglichkeit für Bielefeld. Ibrahimi. War das für Arminia? Jetzt die Gladbacher vor dem Torabschlussversuch von Cameron Arnold, der Neuner bei Borussia, der gestern sehr, sehr auffällig war. Top-Torschütze der Borussen in der Liga, 9 Saisontore. Also die Nummer 9, 9 Saisontore. Unbedingt merken. Hier das Foulspiel, jawohl, an Ben Büskens. Also nicht Büskens wie Mike Büskens, sondern wirklich Büskens mit SCH. Nicht, dass hier noch Gerüchte aufkommen. Der Junior, der Schalker Legende, spielt bei Borussia Mönchengladbach. Das können wir hier verneinen. Da war das Trainergespann der Armin. Cheftrainer Marcel Drobe, 30 Jahre jung. Das ist eine Parade hier. Arne Schulz. Das war ein Foulspiel, gut gesehen. Foulspiel an Luca Nicolai. Keine Proteste. Ehlers regelt noch den Abstand. Abschlussversuch geblockt. Gut aufgestellter Diamin. So, Bielefeld im Aufbau. Zusammen mit ihrem Keeper Arne Schulz bauen sie auf. Gladbach zieht sich zurück in die eigene Hälfte, verdichtet das Spielfeld. Sodass es dann schwierig wird, zu Abschüssen zu kommen. Oh, fast Uneinigkeit. Und dann legt Ben Büskens den Ball auch noch genau in die Füße seines Gegenspielers. Aber der kann das hier nutzen. Erster Wechsel bei den Gladbachern. Und Bielefeld attackiert mutig. Wird belohnt mit diesem Ballgewinn. Abschluss dann etwas überhastet. Dimu Alexander. Ball. Was für ein Tor aus ganz spitzem Winkel. Zauberfüßchen hier. Thilo Lindemann. Da sehen wir es. Zack, Maß genommen. Wunderbar reingenetzt. Lindemann hier. Klasse Treffer. 1:0 für Bielefeld. Heute auch den Einsprecher Hendrik Frevert, er ja großer Fan von Arminia Bielefeld. Zum zweiten Mal ja Einsprecher hier beim Fairway Cup. Macht da auch eine richtig gute Performance. Sorgt für ordentlich Stimmung hier in der Kreissporthalle in Lübbecke.
Nächster Schussversuch. Tim Hartmann zielt zu hoch. Also Bielefeld bisher die bessere Mannschaft in dieser Partie. Und zu mehr Abschlüssen. Klasse. 1 gegen 1 verhalten jetzt. Nochmal über die Bande. Und jetzt die große Möglichkeit, aber. Hatte sich der Gladbacher Keyboard etwas einfacher vorgestellt, aber hat jetzt den Ball sicher Max Schreiber. Nächster Wechsel. Gladbach jetzt wieder mit dem Block um den Top-Torschützen Cameron Arnold. Auf der Platte per Hinterkopf. Und die Parade war wichtig. Arne Schulz, gut aufgepasst. Langer Ball. Wunderbar technisch auch der Kopfball von Amin Haya. Super gespielt. Lupfer, Arnold. Aufsitzer. Abstoß. Ja, die Cameron Arnold gerne eine Ecke gehabt, aber ich glaube, es war die korrekte Entscheidung von Jesper Ehlers. Also Arnold, das ist ein richtiger Mittelstürmer. Macht großen Spaß, dem Neuner von Borussia zuzuschauen. Auch Bielefeld macht das hier richtig gut. Nächster Schussversuch. Und da war Max Schreiber zweimal zur Stelle. Wechsel bei Arminia Bielefeld. Gladbach steht jetzt etwas höher. Sie nehmen die eigene Hälfte zurück. Arnold, Ballgewinn. Er kriegt den Ball nicht über die Bande in die Mitte. Da waren zwei Spieler in Position. Bevor es gleich mit den Achtelfinals losgeht, werden wir noch ein Neunmeterschießen sehen zwischen Köln und Stuttgart. Die liegen nämlich komplett gleich auf. Und um dann eine Platzierung zu erspielen, wird es dann ein Neunmeterschießen geben. Werden wir uns gleich aber auch noch im Tableau angucken. Also bevor es mit den K.O.-Spielen losgeht, haben wir da nochmal ein bisschen Spannung, ein bisschen Drama hier in der Halle. Versuch. Langer Ball jetzt auf Arnold. Super Mitnahme. Überlässt er den Ball an seinen Mitspieler Osman Kalis. Wieder Cameron Arnold. Das Versuch weit am Tor vorbei. Osman Kalis attackiert. Freistoß für die Gladbacher. 3 Minuten vor dem Ende. Sehen wir hier nochmal. Jo, klare Sache. Elas, klare Körpersprache. Also nochmal, der ist 20. Ne? Pfeift hier. Tolles Turnier. Sein letzter Einsatz heute. Ah, Tor zählt nicht, Abstand war noch nicht geregelt. Ja, er hat es klar gesagt, auf Pfiff. Klar sind die U16 Cracks nicht so gewohnt, weil natürlich immer das Spiel am Laufen gehalten wird. Aber ist ja völlig richtig, dass erstmal alles geregelt sein muss. Und er kommuniziert es klar und dann ist das auch in Ordnung.
Super gespielt. Und dann, wenn nicht im ersten Versuch, dann halt im zweiten. Klasse Tor. Sehen wir hier nochmal. Super unter die Latte genagelt. Ben Büschkens hier. Zwei Minuten vor dem Ende. So, Gladbach jetzt wieder tiefer. Möglichkeit an die Latte gesetzt. Jesse frei, langer Ball, Hinterkopf. Über die Bande wäre in der Mitte Platz, da kommt der Ball auch hin, aber super geblockt. Also beide hauen sich nochmal richtig rein. Büschkens jetzt aber! Ben Büschkens dreht die Partie. Die Nummer 2, der Gladbacher. Riecht nach dem ersten Sieg für die Borussia. Marc Schreiber wieder sicher. War jetzt länger nicht gefordert zu Beginn des Spiels, richtig top. Cameron Arnold hat noch nicht getroffen und das geht für ihn natürlich gar nicht. Er muss noch mit dem Treffer dazu beitragen. Wie gesagt, gleich noch ein 9-Meter-Schießen zwischen Köln und Stuttgart. Tor war leer. Und dann haben wir den Treffer für Arne Michzelis. Bielefeld hatte das Risiko erhöht, hatte Feldspieler ins Tor genommen, um da den Aufbau noch ein bisschen zu verstärken. Umut Ujanik hat sich da in den Kasten gestellt. Bei Bielefeld. Also die Gladbacher gewinnen im letzten Versuch ihr erstes Spiel, sind also bereit für die K.O.-Runde und die Arminia wird mit 4 Punkten aus der Vorrunde auch nicht so unzufrieden sein. Das werden wir uns gleich in der Tabelle aber noch einmal anschauen. Das war's. Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 3:1 gegen Arminia Bielefeld. Also Spiel gedreht. Hier haben wir die Tabelle. Köln und Stuttgart spielen jetzt nochmal um Platz 1, das 9-Meter-Schießen. Mainz, Hertha, Dortmund, Schalke, Leipzig, Frankfurt auf den Plätzen dahinter.